Irgendwo an der Oder im April 1945. Der deutsche Kameramann Gerhard Garms dreht für die Wochenschau. Das letzte Aufgebot der Wehrmacht wartet auf den Ansturm der Roten Armee. Unveröffentlichte Farbaufnahmen, die jetzt, 54 Jahre nach Kriegsende, erstmals zu sehen sind. Auftragsgemäß filmt der Kameramann heroische Posen. Doch die Kinos, in denen solche Szenen den Durchhaltewillen der Bevölkerung anfeuern könnten, liegen längst in Trümmern. Der Untergang der Nazi-Diktatur steht unmittelbar bevor. Die Bilder des Dritten Reiches. Im Gedächtnis der Generationen sind sie überliefert in klassischem Schwarz-Weiß. Doch verborgen in Filmarchiven und privaten Sammlungen sind auch ganz andere Aufnahmen erhalten geblieben. In Farbe. Sie entstanden an den Stränden der Normandie und auf einfachen Volksfesten. Sie dokumentieren die Kriegsgräuel der Wehrmacht und das Elend im Warschauer Ghetto. Und sie verleihen den Aufnahmen aus Hitlers verbrecherischer Diktatur beklemmende Realität. Der Bückeberg bei Hameln am 3. Oktober 1937. Das nationalsozialistische Deutschland zelebriert das Erntedankfest. Ein Kamerateam des Propagandaministeriums ist mit einem Spezialauftrag vor Ort. Das Großereignis soll fürs Kino dokumentiert werden. Es ist der erste große Propagandafilm des Dritten Reiches in Farbe. Um die Kulisse für den Auftritt Adolf Hitlers müssen die Filmemacher nicht besorgt sein. Hunderttausende deutsche Bauern sind erschienen, um dem Diktator zu huldigen. Hitler geht seinen Weg, bejubelt von der fanatischen Anhängerschaft. Solange die deutsche Nation einem einzelnen Willen sich unterordnet, wird er der begeisterten Menge in seiner Rede zurufen, so lange werden alle Probleme zu lösen sein. Am selben Tag feiern auch die Einwohner von Edderitz bei Köthen das Erntedankfest. Der kleine Ort in Sachsen-Anhalt hat sich herausgeputzt. Ganz im Stil der Zeit. Die ungewöhnlichen Aufnahmen aus dem nationalsozialistischen Alltag wurden im Auftrag des Instituts für sogenannte Volkheitskunde gedreht. Die Rasseforscher sind eigens aus Halle angereist, um den Festzug für ihr volkskundliches Archiv zu dokumentieren. Das Wesen des deutschen Volkes suchen die Nazi-Ethnologen zu ergründen und dafür setzen sie das neue 16mm Farbfilmmaterial ein, das erst seit kurzem auf dem Markt ist. Das Erntedankfest soll vor allem ein Dank für Gottes reichen Segen sein, schreibt ein kleines deutsches Mädchen in seinem Schulaufsatz zum Festtag. Es soll aber auch ein Dank für die Reichsregierung sein, die durch ihre Maßnahmen den Bauernstand wieder zur Blüte gebracht hat. Auch Hitlers geliebte Eva Braun ist eine begeisterte Amateurfilmerin. Und so hat auch sie ihre Leidenschaft für den Farbfilm entdeckt. Eigentlich sollten die Aufnahmen spießiger deutscher Gemütlichkeit nach ihrem Tode vernichtet werden. Doch sie gerieten im Oktober 1945 in die Hände des amerikanischen Geheimdienstes.
Und so sind die wohl einzigen unzensierten Szenen aus dem Privatleben Hitlers im Nationalarchiv von Washington erhalten geblieben. Nur ein paar Kilometer Luftlinie vom Obersalzberg entfernt in Österreich macht in jenem Jahr 1937 Marlene Dietrich Urlaub. Mit dabei hat sie ihren Hollywood-Kollegen Douglas Fairbanks Jr. und eine kleine Kamera mit Farbfilmen. Auch Tochter Maria und noch Ehemann Rudi Sieber sind mit von der Partie. In Venedig trifft Marlene ihren Entdecker Josef von Sternberg wieder. Obwohl die Dietrich in Hollywood als Kassengift gilt, ist sie selig. Venedig sollte man nur in der Dämmerung sehen, schreibt sie an ihre Tochter. Wir trinken Dom Pérignon, gehen über kleine gewölbte Brücken und lauschen dem Gesang der Gondolieri. In ihrer Heimatstadt Berlin wird sie erst nach dem Ende des Dritten Reiches zurückkehren. Alle Filmangebote der Nazis lehnt der Star kategorisch ab. Am 27. September 1937 ist Italiens Faschistenführer Benito Mussolini in der Reichshauptstadt zu Gast. Vor der Technischen Universität demonstriert Hitler dem Duce preußische Traditionen und führt die Ergebnisse der deutschen Aufrüstung vor. Von der Ehrentribüne aus dreht des Führers Chefpilot Hans Bauer die Militärparade. Auch er filmt seit neuestem in Farbe. Seit dem Untergang des Nazireiches galten diese einzigartigen Dokumente aus der Umgebung Hitlers als verschollen. Erst im vergangenen Jahr wurden sie im Besitz eines ehemaligen US-Soldaten aus Tennessee wiederentdeckt. Drei Stunden lang dauert die Parade der einzelnen Waffengattungen. Mussolini imponiert vor allem der Stechschritt. Er ist so begeistert, dass er den zackigen Marschtritt nach seiner Rückkehr auch bei den italienischen Truppen einführt. Das Dritte Reich präsentiert seine wiedergewonnene Stärke nicht nur vor heimischer Kulisse. Auf der großen Weltausstellung in Paris haben die Deutschen für ihren riesigen Pavillon einen Platz direkt am Eiffelturm bekommen. Gleich gegenüber hat die Sowjetunion ihre Ausstellungshalle gebaut. In Sachen Monumentalität steht die sozialistische Diktatur der Deutschen in nichts nach. Den Auftrag für den deutschen Pavillon hatte Hitler seinem neuen Favoriten Albert Speer übertragen. Nächtelang haben sie in Berlin und auf dem Obersalzberg über Zeichnungen und Entwürfen gebrütet. Hitler, der selbst gerne Architekt geworden wäre, hat in Speer den idealen Vollstrecker seiner gigantomanischen Pläne erkannt und seit einiger Zeit gehört der smarte Baumeister zum engsten Kreis um den Diktator. Auch mit Eva Braun, die diese Aufnahmen 1938 dreht, hat sich Speer angefreundet. Überall im Reich hält das farbige Zelluloid zu dieser Zeit bei Filmamateuren Einzug. Und nicht nur bei Prominenten. In Quedlinburg macht ein SS-Mann Aufnahmen seines obersten Chefs. Heinrich Himmler ist zu Besuch in der Stadt. Jedes Jahr findet er sich hier ein, um sein großes Idol zu ehren. König Heinrich I. liegt im Dom zu Quedlinburg begraben. Und so hat ihm Himmler dort eine Weihestätte errichtet. Das Christentum will der Reichsführer durch germanische Kulte ersetzen. Sein Glaube gilt dem Hakenkreuz. Die Nazis haben längst die gesamte Geschichtsschreibung ihrer Propaganda untergeordnet.
Im westfälischen Iserlohn formiert sich zur 700-Jahr-Feier ein Festzug mit lebenden Bildern aus der ruhmreichen Geschichte der Stadt. Und die führt offenbar nahtlos vom Mittelalter ins Dritte Reich. Die bürgerliche Demokratie, der Schandvertrag von Versailles und die Wirren der Republik von Weimar, so sollen es die Festwagen suggerieren, seien jetzt im Nationalsozialismus endlich überwunden. Und so beschließen logischerweise die Abordnungen der Nazi-Partei den Umzug. Die Deutschen haben sich unterm Hakenkreuz bequem eingerichtet. Die überwältigende Mehrheit ist dem Führer treu ergeben. Szenen auf einem Gemeinschaftsfest in Friedeburg an der Saale. Gedreht von den Volkskundlern aus Halle. Alle unliebsamen Elemente sind längst ausgegrenzt und die Volksgemeinschaft stört es nicht. So halten nach dem Anschluss Österreichs 1938 die Zeichen des nationalsozialistischen Rassenwahns auch in Wien ganz selbstverständlich Einzug. Ein amerikanischer Tourist hält auf seiner Reise durch Europa die schrecklichen Szenen mit der Kamera fest. Im Mai 1938 fliegt des Führers Pilot Hans Bauer mit seinem Chef zum Staatsbesuch nach Italien. Seine Eindrücke von der Reise verarbeitet er in einem kleinen Film. Schönes Italien heißt das Werk, das ein halbes Jahr später zur öffentlichen Vorführung im Reich freigegeben wird. Gastgeber ist König Vittorio Emanuele III. Und der Monarch versteht es, den eigentlichen Machthaber Benito Mussolini in den Hintergrund zu drängen. Hitler verabscheut das höfische Zeremoniell und das lässt er den König spüren. In Furbara bei Rom veranstalten die Italiener am 8. Mai eine Leistungsschau ihrer Luftwaffe für die deutschen Gäste. Doch in der Achse Rom-Berlin ist der Duce längst zum Juniorpartner herabgesunken. Und so sind Hitler und sein Gefolge nicht sonderlich beeindruckt von der Stärke der Streitkräfte. Die Demonstration der italienischen Flotte bei Neapel dagegen, so wird sich Hans Bauer später erinnern, nötigt den deutschen Verbündeten Respekt ab. Auch wenn die Filme des Chefpiloten oder der Volkskundler aus Halle nicht immer die entscheidenden Stationen des Dritten Reiches dokumentieren, so legen sie doch beredtes Zeugnis über das Wesen der nationalsozialistischen Diktatur ab. Und die blumenumwirkten Hakenkreuze beim Kinderfest im thüringischen Badra erhalten erst durch die Farbe ihre beklemmende Wirkung.
In München hat Stadtrat Christian Weber Ende Juli 1938 ein ganz besonders skurriles Fest arrangieren lassen. Anlässlich der Pferderennwoche in Riem findet im Park von Schloss Nymphenburg die Nacht der Amazonen statt. Seit seinem Besuch auf der Weltausstellung in Paris will Nazi-Bon-Vivant Weber beweisen, dass die deutschen Mädchen viel hübscher sind als die französischen. Und so präsentieren sich die Jagdgöttin Diana und ihre Dienerinnen für nationalsozialistische Verhältnisse ungewöhnlich freizügig. Im kleinen Ort Wieskau in Sachsen-Anhalt findet seit dem 19. Jahrhundert alljährlich ein Zigeunerfest statt. Und so reisen die Volkskundler aus Halle im Sommer 1938 mit ihrer Farbkamera an, um das bunte Treiben zu filmen. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Die meisten haben sich als Räuber oder Zigeuner verkleidet. Zwei junge Männer aus Wieskau werden traditionell als Bären ausstaffiert. Einer mit einem Fellmantel, der andere mit Erbsenstroh. Im Wissen, dass Sinti und Roma zu dieser Zeit in Deutschland bereits verfolgt werden, muten die Szenen aus heutiger Sicht merkwürdig an. Und der alte Brauch, am Ende des Festes eine Räuberpuppe aufzuknüpfen, verstärkt den bizarren Eindruck. Die Aufmärsche der Partei dagegen sind immer gleich. Im Berliner Bundesfilmarchiv hat sich ein Streifen aus der Produktion der Gau-Filmstelle Halle-Merseburg erhalten. Im Auftrag der NSDAP reisten die Kameraleute Erich Weißleder und Paul Welz im September 1938 zum Reichsparteitag nach Nürnberg, um dort das Lagerleben der Abordnung aus Halle zu dokumentieren. Und zu diesem besonderen Anlass dürfen sie auf 16 mm Farbe drehen. Appell vor dem Gauleiter. SS-Gruppenführer Joachim Eggeling überzeugt sich persönlich davon, dass seine Sturmabteilungen auch entsprechend vorbereitet sind auf ihren großen Auftritt vor dem Führer. Auf dem Obersalzberg dreht Eva Braun den Geliebten in der Pose des entschlossenen Machtpolitikers. Hitler will in jenem September 38 das Sudetenland mit einer gezielten militärischen Aktion gegen die Tschechoslowakei heim ins Reich holen. Doch das Unternehmen mit dem Codenamen Grün wird abgesagt, denn die Westmächte drängen den Diktator zu einer Übereinkunft. Gemäß dem Abkommen von München marschiert die Wehrmacht Anfang Oktober ohne Blutvergießen ins Sudetenland ein. Der Offizier Harald von Fittinghoff-Riesch ist mit seiner kleinen Filmkamera dabei, als die Wehrmacht auf dem Marktplatz von Krazau eine Siegesparade abhält. Die Generäle Walter von Reichenau, Fidor von Bock und Günther von Kluge nehmen die Ehrenbezeugung der Honoratioren entgegen. Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Obwohl die meisten dieser Filmdokumente unzensiert sind, verdecken sie trotzdem die brutale Wirklichkeit der Diktatur. Während Hitlers Architekt Albert Speer sich in den Alpen beim Skifahren und Bergsteigen drehen lässt,
werden in seinem Auftrag ganze Stadtviertel Berlins judenrein gemacht. Für Hitlers Traum von der Welthauptstadt Germania. Die unheimliche Idylle des Dritten Reiches, festgehalten auf 16 mm Farbfilm. Die Speerkinder Hilde und Albert Junior beim Ostereiersuchen, unterstützt von den zahlreichen Sprösslingen der Familie Bormann. Eva Braun hält diese Szene für ihr kleines Filmarchiv fest. Hitler setzt sich für Eva wieder einmal auf der Terrasse in Szene, im Kreise alter Kameraden. Sein Sekretär Martin Bormann dagegen scheut die Kamera. Die teuren Farbfilme werden in Deutschland besonders gerne bei festlichen Umzügen eingesetzt. Und so hat sich aus dem Jahr 1939 auch ein Streifen vom alljährlichen Schützenfest in Bielefeld erhalten. Die Schützen marschieren unter dem Banner des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen. Die örtliche SA hat ihr Musikchor geschickt. Auf dem Johannisberg präsentiert sich der Schützenkönig mit Königin und Hofstaat. Seit 1933 hat der Verein seine traditionsreiche Veranstaltung mit den Symbolen der neuen Zeit angereichert. Ganz im Sinne des Nationalsozialismus. Mit Heilrufen und Hitlergruß. Auch die Abordnung der Wehrmacht darf beim Festzug mitmarschieren. Und so wirken die Aufnahmen aus Bielefeld fast wie eine Vorahnung der kommenden Ereignisse. Jahrmarkt in Eisleben. Die Menschen genießen diese friedlichen Wochen im Frühjahr 1939. Es sind die letzten, bevor Deutschland Europa mit Krieg überzieht. Kavallerieschule in Hannover am 12. März 1939. Anlässlich des bevorstehenden Tages der Wehrmacht haben die Offiziere zu Vorführungen reiterlicher Künste eingeladen. Das Leistungsvermögen der Streitkräfte wird schon bald auf die erste ernste Probe gestellt. Nur drei Tage nach dieser Veranstaltung werden Hitlers Truppen die sogenannte Resttschechei im Handstreich besetzen. Das Naziregime ist sowohl nach außen als auch nach innen gefestigt. Trotzdem regt sich seit dem Einmarsch in Prag Unmut in der Bevölkerung. Die Zukunft ist ungewiss, man fürchtet einen bevorstehenden Krieg. Unter den Linden in Berlin begehen die Fahnenträger der Deutschen Arbeitsfront den 1. Mai. Auf Gedeih und Verderb sei man aufeinander angewiesen, wird Hitler in seiner Rede zum Tag der Arbeit dem Volk erklären und dafür frenetischen Beifall erhalten. Land, 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 Land,
Eva Braun filmt den Hamburger Hafen. Sie hat sich hier mit kleinem Gefolge für eine Nordlandfahrt eingefunden. An den Landungsbrücken liegen die großen Kreuzfahrtschiffe der Organisation Kraft durch Freude vor Anker. Die kleine Gesellschaft vom Berghof wird auf der Milwaukee nach Norwegen reisen. Von Evas Existenz weiß nur der innere Kreis um Hitler. Aus der Öffentlichkeit hält man sie fern. Reisen kann sie nur in Begleitung ihrer Schwester und der Mutter. Und nur auf solchen Ausflügen kann sie das sittsame Dirndl einmal mit moderner Garderobe vertauschen. Ein deutscher Schäferhund darf dennoch nicht fehlen. Cap d'Antibes, etwa zur gleichen Zeit. Marlene Dietrich verbringt mit ihrem Gefolge den Sommer in Südfrankreich. Der aktuelle Mann in ihrem Leben ist der Schriftsteller Erich Maria Remarque. Aber auch der gerade 22 Jahre alte John F. Kennedy hat offenbar die Aufmerksamkeit der Hollywood-Diva erregt. Seit ein paar Wochen ist Marlene amerikanische Staatsbürgerin. Vergeblich waren alle Avancen der Nazi-Führung, sie doch noch nach Berlin zurückzuholen. Von nun an gilt sie als Verräterin. Am 16. Juli 1939 steht ganz München im Zeichen nationalsozialistischen Kulturschaffens. Den Tag der deutschen Kunst will Hitler als wahres Friedensfest begehen. Die Mitglieder eines Amateurfilmclubs haben sich in der Stadt verteilt, um alle wichtigen Stationen aufzunehmen. Der erste Programmpunkt am Vormittag, Kranzniederlegung am Grabe von Ludwig Trost. Der Professor hatte noch kurz vor seinem Tode im Auftrag des Führers das Haus der Kunst entworfen. Hier soll um 11 Uhr die zentrale Weihestunde stattfinden. Für die Filmamateure ist die Ankunft der Nazi-Prominenz der Höhepunkt des Tages. Und so wird gleich mit 3 Kameras gedreht. Hitler und seine Gäste lassen sich von der Witwe des Architekten die neuesten Meisterwerke deutscher Künstler zeigen. Alles, was im Dritten Reich Rang und Namen hat, nimmt am Nachmittag auf der Ehrentribüne Platz, um einen 3-stündigen Festzug mit lebenden Bildern aus 2000 Jahren deutscher Kultur zu bestaunen. Nicht nur die Zukunft Deutschlands, so suggeriert das kitschige Spektakel, soll nationalsozialistisch sein, auch seine Vergangenheit. Die Nazi-Prozession, so schreibt ein amerikanischer Beobachter, ist das Eingeständnis der rastlosen Eroberungspläne des Führers. Und das nächste Opfer dieses Größenwahns steht längst fest. Polen. Der britische Tierarzt Reginald Machin filmt seine Schiffsreise nach Danzig. Seit 1919 steht die Stadt unter Aufsicht des Völkerbundes. Doch die überwiegend deutsche Bevölkerung bringt auch für den Touristen aus England eines unmissverständlich zum Ausdruck. Sie will heim ins Dritte Reich. Am 12. August 1939 dreht Eva Braun auf der Terrasse des Berghofes. Hitler erwartet den Besuch des italienischen Außenministers. Bei offiziellen Anlässen muss sich die Geliebte des Führers in ihre Gemächer zurückziehen. So kann sie auch diesmal nur heimlich ein paar Szenen vor der Ankunft des Staatsgastes drehen.
Graf Czarno möchte den Verbündeten für die erneute Einberufung einer internationalen Konferenz gewinnen. Doch der Führer ist entschlossen, Polen militärisch zu erledigen. Heinrich Himmler ist mit seinen Helfershelfern Reinhard Heydrich und Karl Wolff auf dem Obersalzberg erschienen. Sie werden die von ihrem Führer erdachten Grausamkeiten mit deutscher Gründlichkeit in die Tat umsetzen. Auch das Jagdgeschwader 54 der deutschen Luftwaffe ist für den bevorstehenden Fall Weiß gerüstet. Immer wieder wurden die schnittigen Jäger vom Typ Messerschmitt 109 getestet. Der Pilot Werner Pichon-Karlau dreht die letzten Übungsflüge seines Geschwaders aus dem Cockpit. Am Boden werden die Maschinen liebevoll gewartet. Die Piloten geben sich letzte Tipps für den Kampfeinsatz. Am 1. September dann dringen über 1000 deutsche Flugzeuge in den polnischen Luftraum ein, um den Vormarsch der Heeresgruppen Nord und Süd mit Bomben und Granaten zu unterstützen. Zwei Wochen später wird die Rote Armee von Osten her vorrücken. Am 6. Oktober dann müssen auch die letzten Reste der polnischen Armee kapitulieren. Deutsche und Sowjets teilen sich die Beute. Leutnant Edgar Forsberg von der 257. Infanteriedivision wird mit seiner Einheit in den Süden Polens geschickt. Schon seit vielen Jahren ist der Berliner Buchdruckermeister ein begeisterter Amateurfilmer. Bilder aus Krakau. Die sogenannte Bärendivision wird an der Grenze zur Slowakei stationiert, wo Forsberg die ländlichen Schönheiten der besiegten Völker dokumentiert. Galizien ist seit Jahrhunderten ein Zentrum jiddischer Kultur. Etwa 800.000 Juden leben hier mehr oder weniger friedlich mit Ukrainern und Polen zusammen. Gemäß der offiziellen Nazi-Doktrin sind es Untermenschen. Gleich nach dem Einmarsch hat der Terror der deutschen Besatzer begonnen. Überall werden Juden zur Zwangsarbeit rekrutiert. In Edgar Forsbergs Farbfilmen haben sich auch einzigartige Studien der jüdischen Bevölkerung erhalten. Neugierig verfolgt die Kamera die fremdartigen Wesen, nimmt sie gleichsam ins Visier. Von den Nazis als minderwertig gebrandmarkt, sind diese Menschen und ihre Kultur längst zum Tode verurteilt.
Die 257. Infanteriedivision wird im Frühling 1940 aus dem Generalgouvernement ins Saarland verlegt. Zugfahrt durchs Nahetal. Seit Frankreich dem Dritten Reich den Krieg erklärt hat, ist die gemeinsame Grenze besonders befestigt worden. Alle Straßen- und Bahnverbindungen sind unterbrochen. Brücken wurden gesprengt. Seit Monaten ist es an der Westfront nun schon ruhig. Nur vereinzelt liefern sich die Kriegsgegner kleine Scharmützel. Die Dörfer im Grenzgebiet sind aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Bilder aus dem saarländischen Niedergeilbach. Drôle de guerre, der seltsame Krieg, wird diese Episode genannt. Und wieder gelingen Leutnant Forsberg eindringliche Aufnahmen. In Saaralben haben französische Granaten Häuser in Brand gesetzt. Vorzeichen für den Kriegsbrand der kommenden Jahre. Ein feindliches Kommando ist am Pfingstfeiertag den Deutschen an der Grenze bei Schweien in die Hände gefallen. Die französischen Gefangenen werden zunächst einmal verpflegt und dann in einen Verschlag gepfercht. Über 8 Monate dauert die seltsame Zeit zwischen Frieden und Krieg. Gelegentlich demonstriert die Bärendivision bei kleinen Manövern ihre Einsatzbereitschaft mit Gasmasken und Nebelkerzen. Auf dem Berghof gibt sich Hitler als galanter Gastgeber für seine Entourage. Seit dem Überfall auf Polen trägt der Oberbefehlshaber nur noch den grauen Waffenrock der Soldaten. Und immer seltener hat er Zeit für Eva und ihre Freundinnen. Schon seit Oktober will er den Angriff auf Frankreich befehlen, doch immer wieder haben seine Generäle Einwände vorgebracht. Jetzt kann ihn niemand mehr zurückhalten. Der Blitzkrieg beginnt am 10. Mai. Fall Gelb. Die Wehrmacht überrennt die neutralen Länder Belgien und Holland und rückt dann erfolgreich gegen Frankreich vor. Impressionen, gedreht von Harald Fittinghoff-Riesch. Die geschlagene Grande Armee geht in Gefangenschaft. Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Thank you.
An vorderster Front mit dabei ist ein Offizier des militärischen Geheimdienstes Fremde Heere West. Dessen Kundschafter sollen Informationen über die operativen und taktischen Pläne der französischen Militärs sammeln. Doch die haben dem Vormarsch der Deutschen wenig entgegenzusetzen. Hermann Meyer-Rix hat eine kleine Kamera mit 8 mm Farbmaterial im Marschgepäck. Das ist bei den Soldaten immer mehr in Mode gekommen, weil die Kameras klein und handlich sind. Und so filmt er Kriegsszenen von großer Eindringlichkeit. Seit deutsche Panzerdivisionen am 14. Mai die französische Front bei Sedan durchbrochen haben, stoßen die Wehrmachtsverbände rasch ins Landesinnere vor. Akribisch dokumentiert der Geheimdienstoffizier mit seiner Kamera die Verluste, die des Feindes und die eigenen. Hitlers Chefpilot Hans Bauer filmt die Überreste alliierter Flugzeuge. Die Generalität der Luftwaffe freut sich ihres Sieges. An ihrer Spitze Hermann Görings Stellvertreter Erhard Milch. Der Widerstand der französischen und britischen Streitkräfte ist nach wenigen Wochen endgültig zusammengebrochen. Hitler hat sich seit Beginn des Westfeldzuges in sein Hauptquartier in der Eifel zurückgezogen. Vom Felsennest aus fliegt ihn Chefpilot Bauer immer wieder an die Front. Auf dem Flugfeld von Odendorf bei Euskirchen, Lagebesprechung mit Hermann Göring und dem Oberkommando der Wehrmacht. Auf dem Flugplatz der nordfranzösischen Stadt Cambrai herrscht am 2. Juni 1940 hektische Betriebsamkeit. Eilig sind schwer verwundete deutsche Soldaten herbeigeflogen worden. Die Verletzten sollen die Staffage für eine besondere Zeremonie bilden. Ankunft Adolf Hitlers in seiner Mercedes-Limousine. Ein Klaps vom Führer als Dank des Vaterlandes. Die siegreiche Wehrmachtsführung beim Mittagessen. Für den Oberbefehlshaber gibt es selbstverständlich eine Sonderration. Vegetarisch. Die Begeisterung der Soldaten für ihren Führer ist zweifelsohne echt. Trotzdem hat die Volksgemeinschaft an der Heimatfront solche Bilder natürlich nicht zu sehen bekommen. Selbst die Wochenschau-Kameraleute hatten selten Gelegenheit, Hitler so zu beobachten. Mit Ausnahme der Privatfilme von Eva Braun sind die von Hans Bauer gedrehten Szenen die einzigen Farbaufnahmen, die den Diktator aus der Nähe zeigen. Ungeschnitten und nicht zensiert.
Als die deutschen Truppen zwei Tage später am 4. Juni 1940 die kleine Stadt Dünkirchen am Ärmelkanal besetzen, bietet sich ihnen ein Bild der Zerstörung. 400.000 britische und französische Soldaten waren hier eingekesselt gewesen. Als die deutschen Eroberer den Strand erreichen, wird klar, dass ihnen der entscheidende Schlag nicht gelungen ist. Denn die Alliierten haben trotz heftiger Bombardements der Luftwaffe 350.000 Mann in letzter Minute auf Schiffen evakuieren können. Den größten Teil ihrer Ausrüstung mussten sie zurücklassen. Erst 1944 werden sie wiederkommen, um ihre gefallenen Kameraden zu sühnen. Doch zunächst einmal stoßen die deutschen Panzerverbände und motorisierten Einheiten weiter ins Land vor und treffen nur noch auf wenig Widerstand. Am 13. Juni erklärt die französische Regierung Paris zur offenen Stadt. Tags darauf marschiert die Wehrmacht in der Hauptstadt ein. Geheimdienstmann Meyer Rix dreht diese bislang unveröffentlichten Aufnahmen aus den ersten Stunden der Besetzung. Sie zeugen vom Stolz der Eroberer und der Demütigung der Besiegten. Im Morgengrauen des 23. Juni 1940 besichtigt Adolf Hitler das besetzte Paris. Drei Tage zuvor hat Frankreich kapituliert. Chefpilot Hans Bauer dreht das welthistorische Ereignis fürs Heimkino. Gang zur Aussichtsplattform auf dem Trocadero. Albert Speer wird später berichten, dass der Diktator erst in diesem Moment von seinem Plan abgelassen habe, Paris zu zerstören. Wenn wir in Berlin fertig sind, so soll er seinem Baumeister erklärt haben, wird Paris nur noch ein Schatten sein. Im Invalidendom verweilt Hitler lange am Sarkophag Napoleons. Vergangene Weltherrschaftsträume und gegenwärtige. Anschließend geht es zum Pantheon, der Ruhmeshalle der Franzosen. Der Lebenstraum des Diktators hat sich erfüllt, jedenfalls für diesen Moment. 5 Jahre später werden die Franzosen zum Zeichen des Sieges auf den Straßen von Paris tanzen. Und Berlin wird in Trümmern liegen. Berlin im Sommer 1940. Nach den erfolgreichen Blitzkriegen gegen Polen, Norwegen und Frankreich ist in der Reichshauptstadt vorübergehend Ruhe eingekehrt. In der Politik und Kriegführung absolute Flaute, notiert Propagandaminister Goebbels am 16. Juli in sein Tagebuch. Der Krieg scheint in weite Ferne gerückt und die Volksgemeinschaft geht baden. Wie jedes Jahr ahlen sich die Berliner am Wannsee in der Sonne. 1000 Jahre werde das Nazireich überdauern, hat Hitler seinem Volk versprochen. Und in diesen Wochen sieht es so aus, als könnte der Diktator Recht behalten. Thank you.
Anfang Juli war die ganze Stadt im Siegestaumel gewesen. Adolf Hitler kehrte als glorreicher Feldherr in die Reichskanzlei zurück. Der Führer fährt nur über Blumen, schreibt Joseph Goebbels begeistert. Unser Volk, unser wunderbares Volk. Im schlesischen Freiberg macht sich eine Abteilung des Reichsarbeitsdienstes fertig zur Abfahrt. Ziel der Reise, das besetzte Polen. Gedreht hat diese Aufnahmen der damals 20 Jahre alte Götz Hirt Rieger. Die Wirren des Kriegsendes überstanden die einzigartigen Farbfilme vergraben in einem Waldstück bei Leipzig. In Kasimirs macht der Amateurfilmer Aufnahmen vom jüdischen Ghetto. Im Rahmen einer Verschönerungsaktion wird es schon bald beseitigt werden. Die Männer vom Reichsarbeitsdienst werden unweit der Stadt in einem Schulgebäude einquartiert. Erstes Bauprojekt ist die Erweiterung des Lagerkomplexes. Eine sogenannte Judenkolonne unterstützt die Arbeiten. Seit Oktober 1939 werden die polnischen Juden von den Besatzern zur Sklavenarbeit dienstverpflichtet. Auch auf einer Fahrt nach Warschau im Visier der Kamera polnische Juden bei der Zwangsarbeit. Bei seinem Besuch in der Hauptstadt des besiegten Polen dokumentiert Hirt Rieger auch die Kriegsschäden. In nur 3 Wochen hatte die Luftwaffe Warschau in Schutt und Asche gelegt. Die nationalsozialistische Jugend wird zur Körperertüchtigung angehalten. Aufnahmen aus einem Sommerlager der Leipziger HJ im österreichischen Villach. Zäh wie Leder, flink wie die Windhunde und hart wie Kruppstahl sollen die Hitlerjungen sein. Vorbereitung für den Einsatz an der Front. Die Sprösslinge von Propagandaminister Joseph Goebbels posieren in zünftigem Aufzug für die Kamera der UFA. Jedes Jahr schenken Helga, Hilde, Helmut, Holde und Hedda dem vielbeschäftigten Papi einen Film zum Geburtstag. Diesmal sogar in Farbe. Magda Goebbels präsentiert sich mit ihrer Kinderschar gerne als nationalsozialistische Musterfamilie. Josef Goebbels ist selten zu Hause. Ungezählte Affären werden dem Propagandaminister nachgesagt. Hinter vorgehaltener Hand nennen sie ihn Bock von Babelsberg. Mein Papi ist mein bester Kamerad, singen die Goebbels-Kinder als Geburtstagsständchen. Ohne zu zögern, werden die Eltern ihre Kleinen bei Kriegsende mit in den Tod nehmen. Den Mord an den Kindern wird Magda Goebbels so rechtfertigen. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben.